Instagram-Reichweite generierst du derzeit eigentlich nur durch Videos. So ehrlich muss man schon sein. Diese Posts und Karussellposts und so sind zwar nice to have, aber wahrscheinlich wären die eigentlich auf irgendeiner anderen Plattform besser aufgehoben. Vielleicht. Jedenfalls in Sachen Video gibt es auch auf Instagram sehr, sehr viele Formate. Und ich habe ja schon ein Video gemacht über alle Formate, die es gibt. Aber heute möchte ich einfach nur über diese Videoformate sprechen. Ich möchte dir auf der einen Seite die Instagram-Videoformate zeigen, aber dir auch Tipps geben, was dort eigentlich überhaupt Sinn macht zu machen. Du möchtest mehr Videos rund um Personal Branding, Social Media, Influencer Marketing und das Leben als Digitalista? Dann abonniere meinen Kanal und vergiss nicht, die Glocke anzuklicken, damit du informiert wirst, wenn ich ein neues Video online stelle. Mein Name ist Victoria und ich unterstütze Beraterinnen und Unternehmerinnen mit der Entwicklung und Kommunikation ihrer Personal Brands. Beginnen wir gleich mit dem Instagram-Video-Format, das am meisten funktioniert derzeit. Und das sind Instagram Reels. Abgekupfert von TikTok hat sich Instagram entschieden, auch diese kurzen Videoformate, die ein bisschen so tänzerisch sind oder mit richtigen lustigen Audioformaten gemixt werden, auch anzubieten quasi. Instagram Reels können bis zu 60 Sekunden lang sein. Man kann hier Filter anwenden. Es gibt Augmented Reality Funktionen da drinnen. Du kannst dich schöner machen. Du kannst lustige Musik abspielen. Du kannst überhaupt das Bild an sich schöner machen. Du kannst aber auch genauso verschiedene Abschnitte machen. Und es gibt Leute, die das richtig kreativ machen. Inhalte, die hier Spaß machen, sind einfach schnelllebig. Ne? 60 Sekunden, top, gemacht. Was hier gut funktioniert, vor allem für Beraterinnen und Unternehmerinnen und jeder, der irgendwie wirklich Wissen weitervermitteln will, ist Edutelling. Edutelling bedeutet Edutainment, nicht mehr Edutainment, sondern eher Storytelling mit diesen edukativen Inhalten. Was heißt das? Du kannst das, was du einfach erzählen möchtest, in eine Geschichte verpacken. Es muss jetzt kein Tanz sein. Ich persönlich finde es besser, wenn man viele Bilder hat zu einem bestimmten Thema. Was du hier machen sollst auf jeden Fall bei Instagram Reels, ist einfach wirklich lustigen, unterhaltsamen 60 Sekunden Content zu kreieren. Und ganz, ganz wichtig, du hast die ersten 3 Sekunden Zeit, um zu überzeugen, damit die Leute dich nicht weiter scrollen. Dementsprechend macht das wirklich so, dass sie sagen, ja, das schaue ich mir jetzt an. Was ich dir hier jetzt gleich als Tipp gebe, mach die Reels nicht unbedingt auf Reels. Was ich damit sagen möchte, nutz vielleicht eine andere App, mach die Videos woanders, lad sie nicht zuerst dort hoch und dann wieder runter, weil du dann die Audio nicht mitnehmen kannst, sondern mach so ein Video und nutze es in den verschiedensten anderen Tools auch, wo du diese Formate hast, also wie TikTok, YouTube, Shorts und Co. Was du auf jeden Fall in Reels nicht machen sollst, und das ist das Erste, ist, mach ja nicht Videos, die überhaupt nicht zu dir passen. Also wenn du jetzt Juristin bist und anfängst zu tanzen, das kommt einfach, also hängt ab, was du tanzt, aber grundsätzlich, es kommt einfach komisch rüber. Du musst auch nicht diese komischen Videos machen oder die lustigen Videos, die jeder macht. Das musst du nicht machen. Du musst nicht jeden Trend nachgehen. Mach einfach deine Videos, mach dein Format. Mach es so, dass die Leute es wiedererkennen und sagen, hey, das nützt mir was. Das bringt nämlich auch wirklich etwas für alle. Das längste Format auf Instagram sind Instagram-Videos. Instagram-Videos können bis zu 60 Minuten lang sein. Das heißt, du kannst auch so ein YouTube-Video wie das, was ich jetzt gerade mache, einfach dort hochladen. Wichtig ist, dass dort natürlich, also wenn ich jetzt dieses Video hochlade, das Querformat drinnen ist, und die Leute zwar das Handy wenden können, aber grundsätzlich sie meistens reinzoomen können. Wichtig ist, du sind hier, nimm deine Inhalte, poste sie, lade das Video hoch. Du kannst nutze, wenn du ein Video hast, nutze diese Plattform wirklich. Poste aber dieses Video auch immer in dein Feed, bewerbe vielleicht dieses Video. Du kannst dir auch Werbung einschalten auf das Video, also wie lange dieses Video angeschaut worden ist. Nutze es auch für deine Werbeeinschaltungen. Was du hier nicht machen sollst, ist Videos hochzuladen, die null mit dir zu tun haben, die null mit deiner Person zu tun haben. Nutze es wirklich als ein Personal Branding Tool, wenn du wirklich Videos machst. Welches Videoformat findest du auf Instagram oder auch auf YouTube und TikTok grundsätzlich am interessantesten? Was macht dir am meisten Spaß? Hinterlass mir doch einfach einen Kommentar. Das dritte, zwar nicht drittwichtigste, aber
Zweitwichtigste wahrscheinlich Format auf Instagram sind Instagram Stories. Instagram Stories haben überhand genommen. Also jeder macht eine Story. Story kann man immer so zwischendurch machen. Es ist super, Stories zu nutzen, um wirklich so Backstage-Videos zu machen, ein bisschen was zu erklären, kurz was zu sagen. Es gibt Influencer zum Beispiel, die das super nutzen, jeden Morgen einfach eine Geschichte in die Kamera erzählen, die sie gerade erlebt haben oder was sie heute machen, damit die Leute ihnen folgen und sagen, ah ja, cool, die macht das und die macht jenes. Also du kannst es in verschiedensten Arten und Weise nutzen. Wichtig ist, mach es nicht zu glossy, mach es nicht zu perfekt, schau, dass es wirklich du bist, dass es deine Persönlichkeit zeigt, wie du einfach bist, wie du gerade bist, wie der Augenblick ist. Nutze es einfach, um den Leuten ein bisschen zu zeigen, wie du als Mensch bist. Wichtig ist, du hast 15 Sekunden, du hast 4x15 Sekunden und die letzte 15 Sekunden sind meistens ein bisschen kürzer als 15 Sekunden, warum auch immer. Das heißt, bedenke das, okay, du hast nicht 60 Sekunden jetzt Zeit, sondern du hast wahrscheinlich so 55 Sekunden Zeit. Ich habe das eigentlich noch nie abgemessen, sollte ich mal machen. Und dementsprechend, wenn du was zu erzählen hast, dann sollst du es erzählen. Wenn es wirklich zusammengehörend ist, würde ich eher darauf achten, dass du es in einen Instagram Reel packst. Ein Tipp hier, mach jeden Tag zumindest ein oder zwei oder drei Story-Sets. Mit Story-Sets meine ich eben so eine Sequenz von 4 hintereinander geschalteten Stories. Viertens kommt jetzt auch das Format, das ich noch nicht so viel genutzt habe auf Instagram. Ich habe es ein paar Mal probiert, es ist nicht ganz meins geworden, aber es kommt. Und vielleicht, wenn du dieses Video siehst, da habe ich schon damit angefangen. Instagram Live. Live grundsätzlich ist der absolute Überhammer dieses Jahr. Es ist der Trend des Trends. Wir werden ganz viel live machen. Wir werden uns unterhalten, aktiv und online. Und wir haben es ja gesehen in anderen Netzwerken, diese Audionetzwerke, die jetzt aufgepoppt sind, wo man dann live getratscht hat, man gar nicht aufzeichnen konnte und jeder geredet hat, was er wollte. Genau das kann ich ja in diesen Instagram Lives auch machen. Aber das Schöne ist, ich sehe ein Gesicht. Es gibt eine Unterhaltung, andere Leute können sich einloggen und mit mir diskutieren. Ich kann die Leute einladen, dass sie sich einfach beteiligen in der Diskussion. Ich kann Interviewpartner einladen. Ich kann ganz viele Sachen machen. Dementsprechend macht es wirklich Sinn, Lives zu machen. Das Schöne an Lives derzeit ist, dass du sie planen kannst, dass du wirklich sagen kannst, dass du sie promoten kannst in deinem Feed, in deinen Stories, in deinem Reel. Also du kannst ja wirklich viel Werbung für so ein Instagram Live machen und die Leute können sich auch informiert lassen quasi von der Plattform, wenn dieses Live online geht. Ich finde das richtig gut und ich bin wirklich gespannt, was da alles für Ideen noch kommen werden. Was bei Instagram Lives wirklich wichtig ist, ist, dass es unterhaltsam ist. Also wenn du dann dort sitzt und naja, die Woche war ganz schön und ich bin jetzt drei, naja, das interessiert einfach keinen Menschen. Dementsprechend solltest du wirklich in den Lives sagen, ich bin aktiv, ich unterhalte mich jemand mit meinem Interview, ich mache Dinge, die wirklich relevant sind für meine Zielgruppe und die einfach Spaß machen. Es gibt Lives, die wirklich super spannend sind. Ich habe dir jetzt ein paar Leute unten verlinkt, die in meinen Augen sehr gut Lives nutzen. Das habe ich jetzt vergessen. Wie lang dürfen deine Lives sein? Bis zu 4 Stunden. Ich habe bis jetzt nur Lives in einer Stunde erlebt. Ich finde das auch vollkommen ausreichend eigentlich. Aber ein Live zu machen ist wirklich gut. Und vor allem, wenn du zum Beispiel sagst, ich bin nicht so safe on camera, ich bin mir noch ganz sicher, ob das wirklich meins ist, dann macht es auch Sinn, dass du sagst, okay, ich unterhalte mich mit jemandem, ich mache ein Interview mit jemandem und so werde ich einfach, gewöhne ich mich mehr an Instagram Live. Ganz wichtig bei Instagram Lives, Licht, Setup. Licht-Setup und vor allem auch die Batterien. Also ich war bei einigen Instagram-Lives, wo der Akku dann leer war. Also dementsprechend wirklich bereite dich auf diese Lives vor. So, das sind die 4 Videoformate auf Instagram. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Ideen geben. Du findest mein anderes Video über Formate auf Instagram in der Videobeschreibung. Ja, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib mir ein Like, abonniere meinen Kanal und teile dieses Video doch mit deinen Freunden.